Beitrag, den wir aus dem Innenministerium mit der Polizei im vergangenen Jahr leisten konnten. Damit zu beginnen, nehme ich jetzt auch von Seiten der bayerischen Polizei in die Spitzensportförderung einzutreten, dass Sie das hier so angesprochen haben. Wir hatten ja im Vorfeld wiederholt darüber gesprochen, lieber Herr Gink, und hatten uns ausgetauscht. Es ist von Seiten dann unserer Polizei ja auch mit dem BSSB intensiv über dieses Thema gesprochen worden. Herr Holzner ist ja heute hier mit da, der ganz wesentlich für diese Spitzensportförderung in der bayerischen Polizei entsprechend verantwortlich ist, jetzt ja auch 2 Jahre an der Spitze des deutschen Polizeisportkuratoriums stand. Und ich weiß, wir haben natürlich eine Vielzahl von Baustellen auch innerhalb der bayerischen Polizei. Und da hat es natürlich auch den einen oder anderen gegeben, der dann gesagt hat, habt ihr bei all den Herausforderungen, vor denen zweifellos die bayerische Polizei steht, habt ihr da nichts Wichtigeres zu tun, als euch jetzt da auch noch mit diesem Thema Spitzensportförderung rumzuschlagen. Natürlich haben wir viele andere Baustellen. Aber wenn wir da jetzt, was die Spitzensportförderung anbetrifft, warten würden, bis wir sonst keine Probleme mehr haben in der bayerischen Polizei, dann würde da jetzt in den nächsten 30, 40 Jahren wahrscheinlich nichts mehr draus werden. Und darum habe ich die Entscheidung getroffen, wir müssen das Thema jetzt anpacken. Ich habe gerade auch beim BSSB von Anfang an da die große positive Resonanz gespürt. Jawohl, das ist richtig. Und deshalb haben wir das jetzt gestartet. Da können wir nicht von einem Tag auf den anderen plötzlich da Riesenkompanien gleich auf den Weg schicken. Da muss man mal einsteigen, um das Schritt für Schritt auch in verschiedenen Sportdisziplinen aufzubauen. Aber wir haben von Anfang an gesagt, natürlich gehört der Schützensport ganz logisch in besonderer Weise zu den Sportarten, die natürlich ganz hervorragend zur Polizei und zu jungen Polizisten in der Ausbildung passen. Und genauso haben wir das jetzt gestartet. Wir haben in anderen Sportarten besonderes Glück gehabt, wenn ich an Sideris Tasiadis denke, den Silbermedaillengewinner im Einer Kanadier in London. Der hat unmittelbar, bevor er zur Olympiade nach London gereist ist, die Aufnahmeprüfung für die bayerische Polizei abgelegt. Und er war da zwar noch nicht dienstrechtlich Polizist, aber er hatte schon die Urkunde in der Hand, dass er aufgenommen wird. Und ich bin sicher, dass wir in den nächsten Jahren auch Spitzenschützen dann in der bayerischen Polizei mit haben werden. Das wollen wir gemeinsam mit dem BSB entsprechend entwickeln. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Ein herzliches Dankeschön an den BSSB für die gute Zusammenarbeit in der Vorbereitung dessen, dass wir jetzt mit der bayerischen Polizei in diese Spitzensportförderung eingetreten sind. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit auch bei diesem Thema.